Es gab vor wenigen Jahren mal tatsächlich eine Meldung bei ZDF, dass ein Pärchen aus Hamburg einen Kredit über 120.000 Euro aufgenommen hatte, um damit Lotto zu spielen. Das Spektakuläre dabei, sie haben nichts gewonnen. Die Frage ist jetzt, also aus Sicht eines Mathematikers, ist es absoluter Quatsch gewesen, weil bei so einer 120 Euro, wenn ein Spiel 1 Euro kostet, dann können wir davon ausgehen, das Pärchen hat circa 120.000 Spiele getätigt. Also Lottoscheine angekreuzt praktisch. Haben sie wahrscheinlich nicht von Hand, haben sie wahrscheinlich im Internet. Welchen Verlust oder welcher Gewinn war absehbar? Wir hatten in Punkt Nummer 4 hatten wir den Erwartungswert ausgerechnet. Der Erwartungswert lag bei minus 0,256 Euro pro Spiel. Das heißt also, pro Spiel ist im Schnitt ein Verlust von 25,6 Cent zu erwarten. Eben pro Spiel. Damit natürlich bei 120.000 Spielen, ganz einfache Rechnung, habe ich 120.000 mal minus 0,256 Euro. Tippen Sie ein, kommt auf minus 30.000, 720 Euro. Das heißt, es waren von vornherein schon ein Verlust von 30.000 Euro zu erwarten. Was bedeutet erwarten? Eben in der Wahrscheinlichkeit ist es so, je höher die Anzahl, umso mehr nähert sich die Praxis der Theorie an. Sie können rechnen, das werden Sie jetzt nicht brauchen, das erzähle ich Ihnen nur so aus Spaß und Freude. In der Wahrscheinlichkeit rechnen Sie in etwa, der Fehler, der prozentuale Fehler ist 1 durch Wurzel n. Also der Fehler, den man bei dieser Rechnung machen könnte, wäre so in etwa 1 durch Wurzel 120.000 mal 100%. Tippen Sie ein, kommen auf circa 0,3%. Das heißt, bei so einer Menge von Spielen sollten Sie erwarten, dass Ihr Gewinn oder Verlust Pi mal Daumen nur 0,3% von dem abweicht. Das heißt, es ist so gut wie sicher, dass Sie diese 30.000 Euro verlieren werden. Also sprich, von den 120.000 Euro, die Sie investieren, kriegen Sie 90.000 Euro wieder. Diese gewinnen, bleibt ein Verlust von 30.000 übrig. Das Spektakuläre aus Mathematikersicht ist eigentlich nicht, dass sie verloren haben, das war klar. Spektakulär war, dass sie überhaupt nichts gewonnen haben, weil eigentlich laut Theorie hätten sie ja 90.000 wiederkriegen sollen und nur 30.000 verlieren. Tja, also Moral der Geschichte: statt 120.000 Euro zu investieren, hätten sie 100 Euro nehmen sollen, damit ein Mathematiker bezahlen, und der hätte ihnen von vornherein sagen können, was für eine doofe Idee das ist.